Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, bockschwerer Tag, kann ich euch sagen. Tag 2 hier in der Liga. Ich will das auch gar nicht so ausschweifen wie gestern, weil irgendwie habe ich im Moment kleinere Probleme mit meinem Schneideprogramm oder mit meinem PC. Der stürzt nämlich ab, wenn ich schneide. Und zwar öfter mal. Und da brauche ich immer viel zu lange für so eine Aufnahme hier. Im Moment bin ich in der Findung, woran es denn eigentlich liegt. Aber bockschwerer Tag, ja. Ich will selber noch angreifen gleich, zumindest in einen Clan. Aber hier im Clan Deutschland Ed nur, dass ihr so ein bisschen Bescheid wisst, so dass ihr wisst, ich meine, ihr wisst das selber von euch, wie die Liga bei euch läuft. Wir haben den ersten Kampftag hier gewonnen, hatten allerdings 3 Angriffe zu wenig. Ich habe jetzt nochmal getauscht, also einen einzigen konnte ich hier raustauschen, beziehungsweise einmal tauschen. Und am zweiten Tag, ja, hier oben ist halt 14 auf 15 mittlerweile. Dadurch, dass wir, glaube ich, obwohl wir gar nicht aufgestiegen sind. Wir sind gar nicht aufgestiegen. Ich wundere mich gerade so ein bisschen. Wir spielen bei den, das ist der große Unterschied. Komme ich gleich nochmal drauf. Also 14 auf 15. Und der Rest hier unten war ein 9er. Also hier war ein 9er, den haben wir noch gedreiert. Aber danach geht schon los, 11 auf 11. Und dann sieht schon nicht mehr so rosig aus. Aber wir gehen hier eben mal rein. Und ich öle mal so ein bisschen meine Stimme. Ihr guckt einfach mal ein bisschen zu. Dann haben wir hier ein bisschen Livestream-Atmosphäre. Da esse ich und trinke ich ja grundsätzlich auch. Also zumindest Tee oder Wasser. abends in den Streams. Und ein bisschen unglücklich muss ich sagen. Hier mit den Heilern, erst, okay, die gingen ja erst auf die Bohle, aber die einfach so hier mit in das Getümmel reinzuschicken, ich hätte sie ganz weggelassen, bin ich ganz ehrlich, denn das waren jetzt bestimmt 4 Heiler oder so, ich weiß gar nicht, und mal sehen, wie viel es am Ende waren, das hätte man dann eher gegen mehr Riesen ersetzen sollen, weil nur die Hexen mit Heiler, schwierig, die heilen dann auch ganz gerne mal nur ein Skelett oder sowas, und deswegen lieber, gerade wenn man so eine Spam-Armee hat, Heiler einfach weglassen, More Riesen mit rein und dann werden das auch 3 Sterne, würde ich mal sagen. Denn so stark war die Base jetzt nicht und da kommst du eigentlich ganz, ganz, ganz gut rein mit Riesen, Hexen und Bolern. Aber die Heiler, ihr seht selber hier, die heilen jetzt eine Hexe da unten und das ist, ne, die macht jetzt ja auch nicht so massiv Schaden, ne? Das kommt ja noch dazu. Und letztendlich soll sie die Skelette machen. Aber mal sehen, wie viel Heiler er hatte. Dann können wir gleich mal sehen, wie viel Truppenplatz das eigentlich sind, die man da, ich will nicht sagen, verschwendet hat. Aber jetzt gehen die natürlich noch auf die aktiven Einheiten und schaffen das aber nicht. Mal sehen, wie viel das waren. Das waren 4 Stück. 4x12, 48. Dafür bekommst du locker 10 Riesen. 10x5 sind 50. Ja, knapp 10 Riesen. Obwohl er 10 Riesen dabei hatte. Also, weniger Heiler. Paar mehr Riesen, vielleicht 12, 13 Riesen und mehr Hexen und weniger Bowler. So würde ich es machen. Aber ist nur meine bescheidene Meinung. Von den Zauberherren war das in Ordnung. Und aber trotzdem leider nur 2 Sterne, aber immerhin 2 Sterne sind 2 Sterne. Okay, wir springen einen Clan höher, denn ich habe mir eine kleine Spielpause gegönnt hier beim Clan Herausforderer. Ich bin ja nicht mit am Start im laufenden Clankrieg. Dafür können dann die anderen so ein bisschen rein und ich kann mich mal voll auf meine Legende konzentrieren und natürlich noch auf das Abbauen von wilden Sachen hier, beziehungsweise noch ein anderes Projekt. Noch ein anderes Projekt, aber auch hier gehen wir einmal rein. Wir haben den ersten Kriegstag verloren. Leider verloren. Das lag jetzt nicht daran, dass wir nicht gut angegriffen haben. Von den Attacken her haben wir sogar 1-3 Sterne mehr, haben alle Angriffe geused. Das Problem war, unsere Nullnummer unten sind 0 Sterne und 2x1 Stern. Das hat uns letztendlich das Genick gebrochen. Der Gegner brauchte einfach nur 2 Sterne holen überall. Das hat er so ziemlich gemacht, beziehungsweise sogar einmal müssen es ja 3 gewesen sein. Ich gucke mal. Ja, Nachtschatten hat 3 kassiert. Und aber so ist es. Im laufenden CK haben wir gestern Abend schon gesehen, aber ihr habt das sicherlich nicht gesehen, wenn ihr nicht live wart. Im unteren Bereich haben die Gegner teilweise 14er und das müssen wir einfach super, super kompensieren, indem wir die unteren auf jeden Fall, sage ich mal,
Dreier, das heißt hier ein 13er, 14, 14 und dann geht es erst mit 15 los. Aber ich muss mal gerade gucken, Billy, habe ich gestern schon gesehen, Herr Mortus, ich glaube, den haben wir sogar live geguckt. Gehen wir mal rein in den Dreisterner hier. Und Dorf sieht jetzt nicht so schwierig aus, ist aber, denke ich mal, relativ maxed, ja. Relativ ist gut. Sind auf jeden Fall starke 15er hier. Ja, gestern, wie gesagt, ein bisschen Pech gehabt, aber sei es drum. Trotzdem guter CK, guten CK gespielt. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt mal selber rausgelassen, dann kommen die anderen dran. Dadurch, dass wir hier jetzt mit 15, 18 Rathaus 15er kämpfen, können wir überhaupt mal rotieren. Was ja so auch nicht schlecht ist. Denn auch der Billy hatte dann gestern Abend getippelt, das passt ihm ganz gut. Er hat ein bisschen Stress im Studium und dann bin ich auch sofort dabei, wenn es heißt, lieber ein bisschen ins Studium investieren als hier in Clash of Clans. Dann kann man mal ganz in Ruhe seine Angriffe auslassen, weil man keinen machen muss. Das ist auch mal so ein bisschen beruhigend für mich. War das gestern Abend auch beruhigend. Ich weiß noch gar nicht, ob ich mich jetzt wieder reinnehme. Ist für mich ganz angenehm so. Aber wahrscheinlich nehm ich mich wieder rein. Denn im Moment habe ich so einen kleinen Flow, was das Angreifen angeht. Also meine Legende startete heute Morgen mit einem 40er. Also ein Full House. Hatte ich glaube ich auch noch nie. Ich glaube erst immer so im zweiten, dritten Angriff, aber dass mir das mal gleich morgens mal gelingt, in der ersten Attacke noch vor dem Kaffee, das hatte ich auch eher selten. Aber nichtsdestotrotz hier schön reingefunnelt hier mit den Truppen und jetzt geht es mit den E-Titaninnen weiter hier rein. Er bekommt hier auch noch eine Mauer auf, ich weiß gar nicht, wie er... Er hatte Erdbebenzauber dabei. Jetzt sehe ich das erst. Ich dachte gerade, wieso geht die Mauer da so schnell auf? Bestimmt nicht von den E-Titanen. Sprungzauber. Und aus dem Flamefinger kamen ein paar zusätzliche Hocks hier, die hier außen so ein bisschen für Trouble sorgen. Wunderbar. Mit dem Roll Champion. Geschickt. Also geschickt. Die Hocks, würde ich sagen. Denn die trampeln hier ganz... Die machen hier richtig Trouble in der Base. Leben auch noch immer noch. Ich würde sogar sagen, da ist noch nichts verloren gegangen, weil die Aufmerksamkeit ziehen im Moment andere Truppen auf sich, allerdings jetzt. Und der Roll Champion räumt hier richtig mit den Hawks ab. Also der war mal ganz kurz nur außen hier einmal, um, ich glaube, ein Tesla war es, wegzumachen. Und jetzt sind die hier schon im Clean-Up. Richtig krasser Angriff hier, muss ich gestehen, mit dem Flamefinger und den E-Titan. Also häufig lese ich jetzt gerade im Discord die Frage, Angriffsstrategie für einen frischen 15er oder auch für einen 14er. Die E-Titanen sind schon eine starke Nummer und wenn man einen ordentlichen Smash damit spielt, also mit dem Bordenburg vorweg und man kann den Flamefinger gut setzen, dann seht ihr, können das sehr, sehr schnell mal 3 Sterne werden. Also richtig krasses Ding hier und ja, von ist halt ein schwerer Spieltag, eher für den Gegner, weil wir jetzt auch schon 4 Dreier haben und der Gegner halt noch keinen. Also ein kleiner Vorteil hier unten, sicherlich, dass wir etwas schwächere Rathäuser gegen uns haben. So ist der Satz richtig. Okay, kommen wir mal in den kleinen Free-to-Play. Gehen wir kurz mal einen Abstecher nach Free-to-Play machen. Was dieser Eingame Hero Boost soll, weiß ich immer noch nicht. Und auch hier ist der Tag, glaube ich, jetzt bockschwer. Aber, Taxifahrer kriegt Besuch. Okay, ich kann euch das mal zeigen hier. Ja, aber ihr seht es jetzt schon. Das ist ein Rathaus 15 gegen Rathaus 13. Und das ist halt unser Problem. Aber ich würde fast sagen, der 15er hier schafft es nicht gegen den 13er. Okay. Ich würde fast sagen, der schafft es nicht, denn der Adler lebt hier noch. Und hier hinten ist ja auch noch allerlei Defensive. Da ist auch noch ein Held, der da rumkauert. Okay, also so ganz so einfach ist es denn doch nicht. Oder aber die Helden raffen es jetzt doch noch. Ich denke aber mal nicht. Die Queen muss ja jetzt schon zünden gegen den 70er King dort. Und da sind aber noch zu viele Heiler dabei. Okay, da sind noch so viele Heiler dabei. Ärgerlich. Da habe ich mich jetzt doch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Komm Adler, mach mal den Chef weg hier. Jawohl, der Chef ist weg. Und jetzt lebt gleich nur noch... Ist da noch eine Queen bei? Ah ne, das ist nur ein Magier. Okay.
Das ist nur Magier. Und damit hat er hier gedefft. Wunderbar. Also ganz so einfach ist es denn doch nicht. Und ja, das freut mich hier, muss ich ehrlich mal so sagen. 73%. Es bleibt auf jeden Fall 2 Sterne hier. Sehr schick. Ja, haben wir hier auch einen Angriff einfach mal mit reinbekommen, ne? Und sogar eine Def von uns. Aber auch hier ist der Tag bockschwer, Leute. Denn ihr seht das, 13er oben, 15er gegen uns. Obwohl das so ein bisschen der Gegensatz ist hier im gegenüber dem anderen Clan, obwohl wir spielen hier auch noch Kristall 3. Okay, ich habe gedacht, in irgendeinem Clan spiele ich schon Kristall 2. Habe ich mich vielleicht verguckt oder war das doch Deutschland-Ed? Lass mal gerade gucken, ich muss noch mal gerade gucken. Oder war das doch Deutschland-Ed, der Kristall 2 spielt? Ah ja, die spielen Kristall 2. Okay, aber ihr seht es, Kristall 3 wäre nun ein nicht ganz faires Making hast. Ich meine, okay, ich habe hier auch 3 mit dem Toto geholt, aber das war eher eine Low Base. Und ich würde jetzt aber ganz gerne einen Angriff mit euch live machen, denn jetzt wird es mal richtig schwer. Auf welchem Account wollte ich es denn eigentlich machen? Farnsworth, glaube ich, ist es. Farnsworth, Rathaus Level 9 auf Rathaus Level 11. Gestern Abend habe ich schon die Frage gestellt, was nehmen wir, was können wir machen? Und also ich habe gefragt, wie können wir den angreifen, den Elfer? Ich meine, ich habe keine andere Wahl. Ich kann höchstens noch höher gehen. Ja, ich kann höchstens noch höher gehen und 12er, 13er angreifen oder so mit meinem kleinen 9er. Also wird das schon mal nichts. Ich lass mir aber mal eben ein paar Truppen spenden. Da steht jetzt zwar Luft, aber das ist egal. Ich mache das mal so. Und gib mir mal eben so ein paar Tobis. Einmal. Ah nee, ich wollte kein Gift dabei. Na, doof. Ich wollte kein Gift dabei, denn Gift brauche ich nicht. Ich könnte eher noch einen Fries gebrauchen. So, lieber ein Fries, würde ich sagen. Und dann baue ich nochmal hier unten eben nach. Ein paar Hocks für die Meute. Das mache ich eben auf einem anderen Tablet. Entschuldigt, Leute. Ja, und dann gehen wir mal rein. Was habe ich ausgebildet? Schwierig. Valküren, die müssen reingehen. Die müssen reingehen. Ich habe 2 Sprung, keinen Mauerbrecher, noch ein paar Riesen mehr dazu, weil ich wirklich nur einen Tank da habe. Und ich gehe nicht gegen den Adler, sondern ich lasse den Adler ruhig auf mich schießen. Was natürlich doof ist, aber ich will eigentlich nur das Rathaus. Ich will nur das Rathaus. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich spare mir das. Ich gehe von der anderen Seite rein. Wenn ich jetzt von der Seite reingehe, hier habe ich keinen Helden. Aber ich habe auch keinen Helden, der meine Truppen in die Base zieht. Hier habe ich einen Helden, der meine Truppen hier in die Base zieht. Das heißt, wenn ich hier irgendwo meine Valkyrien loslasse, dann ziehen die sich zur Queen hingezogen und dann hoffe ich, dass sie hier alles wegmatchen. Schwierig. Das ist schwierig, echt. Naja, solange wie der Toto noch lachen kann, der kann es nicht schlimm genug sein. Ne? Okay, dann gehen wir mal rein. Mit ein paar Magiern vorweg hier. Und hier habe ich gesagt, springen wir. So, die Riesen hier mit rein. Den King hier mit drin. Und die Queen mit rein. 2 Hexen hier mit rein. Hier nehmen wir den nächsten Zauber. Und dann gucken wir mal, ob die da... Oh, meine Valkyren gehen ja mal so gar nicht rein. Okay. Jetzt gehen sie aber mit rein. Kommt, Mädels. Macht ein bisschen PS da. Ah, die gehen gar nicht rein. Okay. Shit. Aber meine Queen ist mit dabei. Okay. Letztendlich fehlen mir am Ende wahrscheinlich nur so ein paar Prozente. Ah, eine Nullnummer. Ist es doch so schwer, Leute? Hätte man es anders machen können? Sehr ärgerlich, vielleicht doch gegen den Adler, wenn der die ganze Zeit ballert. Ich glaube, das bringt doch nichts. Okay, also es ist echt bockschwer. Ihr hattet gestern Abend recht. Besser nicht angreifen, okay. Ist nicht so schlimm. Der Spieltag hier ist ganz, ganz fatal.
Also 14er, 13er. Wir sind oben ja maximal 2 12er, danach 11er. Und ihr seht das 13, 13, 13. Und die Nullnummern häufen sich hier mittlerweile 6 Nullnummern. Ach, das ist dann schon ein bisschen arg schwer, wo wir uns noch den ersten Spieltag so gefreut haben, dass wir so hoch gewonnen haben. Ja, da haben wir auch noch hoch gewonnen. Da sah das auch noch ein bisschen anders aus. Aber immerhin hat man ein bisschen im oberen Bereich scheinbar dazugelernt. Zwei Rathausstufen gehen dann doch für einen Stern. Ja, aber auch mal gerade so für einen Stern und hier auch einen Stern. 40%, 43%. Schwierig. Also bockschwerer Tag, Leute. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich den überstehe, aber ich werde ihn irgendwie überstehen. Denn ich werde gleich noch mich einfach weiter hinsetzen und womöglich eine zweite Folge für euch heute machen. Mal sehen. Tag 3 ist ja morgen erst. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da abonnieren. Nicht vergessen, ich verliere meinen Humor nicht, Leute. Und am Kanal dranbleiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Also ich hoffe, ihr habt das nicht ganz so bockschwer wie wir hier. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.